Wieso vergisst du das Chicken? Böse! Böses Chicken! Ja, sehr böses Chicken. Die Wand hat mich manipuliert. Warte mal. War das mit geduckt? Dass man... Nee, so kann... Ach, keine Ahnung. Oder war das, dass man sich ducken muss, wenn man auf das Gel fällt, um nicht von dem Schwung beeinflusst zu werden? So. Diesmal habe ich es aus vorsichtshalber fallen lassen, das kleine Schätzchen. Also ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ja. Sneaken. Exit. Bist doch drauf. Ah, jetzt. Böse. Das Spiel verarscht mich. Ist das zu fassen? Zitze. Ja. Dass die Leute für die Graffitis immer überall hinkommen. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Nett, dass du es so nach dem Test erwähnst, ne? Was für ein Trottel. Ne, Chini? Ja, alles Trottel. Kein Trottel. Knackion. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Ja, vor allem... Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ja, gern geschehen. Vor allem bei Herzstillstand sollen wir dir Bescheid sagen. Wie geht das? Das geht doch gar nicht. Das ist not the best deal. Oh, ich sehe doch schon, ich fall da bestimmt rein in diese Suppe. Nicht. Aber nur recht behalten. Soll mich nicht an die Reling anlehnen? Darf ich mich dann draufsetzen? Die Frage ist, will ich mich da draufsetzen? Bei der Suppe? Ich glaube nicht, dass ich mich bei der Suppe da oben hinsetzen möchte. Ach, der Raum sieht doch schön aus. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ich wollte schon sagen, oder auch nicht, weil wir können da nicht hin. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Ja. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rappen sind teuer. Boah, voll fies. Flatsch. Ja, lass dich nicht mit dem Gel bespritzen. Hui! Ist ja alles blau. Interessant.
Das war doof. Chicken, du solltest auch darauf achten, was für Portale du verschießt, ne? Nö. Einfach nur nö. Dann müssen wir den Raum mal ein bisschen farbig gestalten. Böse kleine Portal-Lines. Hier muss ich auch ein hin. Oder? Ach nein, Chicken. Nein, musst du nicht. Durchfliegen. Geronimo! Ja, endlich. Okay. Wer war es erst beim nächsten Gel? Oh. Ich will natürlich ein paar bestimmte Sachen nicht verpassen. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ja, schön, dass du mir das sagst. Aber gut, dass ich keinen Kaffee trinke. Da kann ich nicht hin. Oh, was ist Tini? Hm? Du bist schon wieder so zappelig. Was möchtest du? Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Ja, ja, 500 Grad, ey. Ja, kein Problem, einfach mal so einen Chip in menschlichen Gehirn einpflanzen. Was seid ihr denn für? Ach, das Gel-Waschbeck-Gel. Hier ist ein Portal, was bringt mir das? Gar nichts. Doch, bringt mir eigentlich was hierfür. Dann muss ich das loswerden. Ich hab Portale setzen? Nein. Na, ja, Chick ist mal wieder ein Genie. Chicken, du hast Gel, ne? Du kannst hüpfen. So. Ja, Chicken hat einen Oscar verdient für diese Scheiße. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen.
Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Alles klar. Remember, if a future you tries to warn you about this test, don't listen. Ja. Ist ja nicht so, als wüsste die Zukunft ich das mal besser. Was bringt mir das? Ich weiß was. Ja. Band anspritzen. Es spritzt. Wieder Schlauch des Erdners. Aus Baphomets Fluch. Aber der hat ja aufgehört zu spritzen. Dabei hat sein Schlauch nie aufgehört zu spritzen. Tja, Traditionen, ne? You will be hurt, co-workers. Don't endanger others. Ja. Wie war es noch mit diesem einem Portal-Video über den Code-Modus? Ja, die Roboter haben 5 Sekunden länger zusammengearbeitet. Darum will ich hin, ne? Funktioniert das? Vor allem, wie komme ich ans Gel? Das ist das Wegwaschzeug? Das Wegwaschzeug. So komme ich an das Gel. Ach, Chicken. Chicken, Chicken, Chicken. Was denn? Würde Schwung reichen? Ich hoffe's mal. Wenn nicht, sterbe ich halt in der Brühe. Es hat gereicht! Ja, sonst reicht es ja nie. Es darf nicht reichen! Was bringt mir das? Da oben möchte ich hin, da oben möchte ich hin. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Oder? Ist da ein Geländer? Ja, das ist ein Geländer. Es bedeutet, du verbrennst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre rosa BHs brennen könnten. Wir waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Ja, packen wir's an. Oh ja, mit diesem Kubus gibt es auch eine Errungenschaft. Und zwar, wie wollen wir an ihn rankommen? Selbst wenn wir da oben hingehen, kommen wir nicht an ihn ran. Es sei denn, das Ding schaukelt. Nein, wirklich, Chicken. Wir spritzen ihn mit Gel. Dann wird er zu einem Flummi. Ah, hey, das ist unfair! Ja, wenn man diesen Kubus dann aufhängt, bevor er den Boden berührt, hat man eine Errungenschaft. Ich habe so lange damit gebraucht, weil diese Dinge einfach unberechenbar sind, wenn die so flummiartig durch die Gegend hüpfen. Das hätte ich nicht tun sollen. Waschen wir dich rein. Was hat das Ding jetzt gemacht? Den Aufzug, aber was bringt mir das?
Schutz. Ich habe mich schon wieder mit Gel bespritzen lassen. Was ist da oben ein Licht? Einmal im Ernst, wozu existiert das?